Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zurück zu Der Brief für den König. Ein Spiel von Neorem, frei nach einem Buch von Tonke Drakt, oder war es ein Roman? Es ist doch egal. Let's Play von mir, eurem Let's Play Retro, hier in den Lüftungsschächten von Schloss Mistrinhaut, aber auch kurz vor dem Zimmer des Barons. Ich kann es kaum erwarten. Die Spannung steigt. Ich hoffe einfach mal, der Cliffhanger zum letzten Mal hat euch so richtig schön den Rest gegeben. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch einige Tage Zeit, mich darauf vorzubereiten und zu freuen. Nichts da, Tyuri. Mein Vater braucht uns. Los, rein da. Oh. Nichts. Wir sind da. Scheint hier niemand hier zu sein. Wir haben Glück. Nicht mal der Baron ist hier. Doch stellt sich die Frage, wie lange das doch so sein wird. Rasch, hinauf zu den Gemächern des Barons. Ach, alles klar, das hier ist also nur sein Thronsaal und unsere Laufgeschwindigkeit ist immer noch äußerst langsam. Möchtest du dein Spiel an dieser Stelle speichern? Ja, warum nicht? Man kann sein Spiel hier oft genug speichern. Ich denke trotzdem, bevor wir zum Baron gehen, wollen wir uns hier vielleicht noch ein bisschen umschauen. Und ich meine, ernsthaft, das ist niemals... Und ich meine, wir haben es eigentlich geschafft, dieses Bücherregal. Naja, vielleicht funktioniert es. Ich meine, es sind hier viele Leute, nur der Durchgang ist relativ eng. Und Vikus kann vielleicht nicht besonders viel machen. Links oder rechts? Naja, wir werden wahrscheinlich genug Zeit haben, uns alles anzugucken oder vielleicht auch nicht. Das Zimmer meines Vaters geht auf der anderen Seite. Okay, wir dürfen uns also nichts angucken. Dürfen wir hier lang? Das Zimmer meines Vaters geht auf der anderen Seite, aber auf der anderen Seite ist ein Fenster. Ja. Sagt sie das immer noch? Das ist nicht das Zimmer meines Vaters. Hm, na gut, wir dürfen uns nirgends umsehen. Ich gebe es ja auf, Lavinia. Vater! Oh nein, Vater! Rede doch mit mir! Lavinia, mein Kind, du bist wieder da. Ja, ich bin hier. Wie geht es dir? Sieh mich doch an. Ich bin mit meinen Kräften völlig am Ende. Was ist das für eine Teufelei? Die Arme. Ich will niemanden auf den Schuh treten, doch gilt es jetzt, keine Zeit mehr zu verlieren. Ich habe ein Elixier für den Baron. Ich werde es ihm jetzt verabreichen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Ihr steht dumm rum und macht das, was ihr immer tut. Ich bin mir sicher, da wird mir etwas einfallen. Lasst mich noch rasch meine Arbeit machen. Alleine, ohne eure Hilfe. Hier, Baron Rafox, trinkt das. Es ist ein ganz besonderes Rezept, das wird euch garantiert nicht umbringen, denn ich bin kein Verräter oder sowas. Und, fühlt ihr euch schon besser? Aufmachen! Wir wissen, dass ihr da drin seid. Öffnet die Tür! Sofort! Tidas! Der schon wieder. Der ist jetzt fertig. Ich werde ihn... Hoho, dieser illende Wichtigtour. Er ist jetzt euer kleinstes Problem. Oh, come on, like, really? Och man, please. Ist das Buch wirklich so vorhersehbar oder ist es nur das Spiel? Was zum? Wo zum? Wie zum? Vikus, was ist das? Es ist zum Erdbeer gegeben. Papa, was ist los mit ihm? Faszinierendes Gebäude, nicht wahr? Ich komme nicht umhin, seinen fast unheimlichen Giftanteil zu bewundern. Wohl bekommst Baron. Ach ja, wunderbar. Ich meine, Vikus war von Anfang an ein Arschloch. Jetzt ergibt es aber wenigstens alles Sinn. Weswegen Vikus uns den Quest gegeben hat, vielleicht nicht, aber weswegen Vikus Geld von uns wollte, anstatt uns Gegenstände zu geben, die uns auch weiterhelfen, anstatt irgendwelche dummen Steinplatten, ja schön. Und jetzt zu euch. Uns? Vikus, was redest du da? Wir sind es, Lavinia und Tyuri. Ah, Moment, das ist nicht der echte Vikus. Der echte Vikus, der ist schon lange tot. Das ist ein Wiedergänger oder so. Nein, das war bei Wolfenheim. Wo bin ich denn hier nur reingeraten? Ist es jetzt ein Trash-Game oder was? Haltet den Mund, alle! Ich ertrage dieses elende Possenspiel nicht mehr! Possenspiel? Wovon redet ihr denn da, Vikus?
Vikus, Vikus, Vikus. Es wird Zeit, dass der Schleier fällt. Vikus ist in Wirklichkeit dieser random rote Dude, der scheinbar den perfekten Illusionsverwandlungszauber beherrscht, weil er irgendwie mega mächtig ist. Guten Abend, gute Nacht. Ein roter Reiter. Und das auch noch richtig geschrieben. Wow. Jetzt bin ich wirklich baff. Ah, wie schön. Ihr habt also herausgefunden, wer wir sind. Dann hat mein nutzloser Schützling wohl in zumindest dieser Hinsicht Erfolg gehabt. Haben die jetzt wirklich diesen ganzen Plot aufs... nein. Also, war Vikus... ich hoffe, das wird jetzt gleich noch geklärt. Vikus muss auf jeden Fall zwischendurch irgendwie mal entführt worden sein. Denn sonst würde das wirklich alles gar keinen Sinn ergeben. Wenn ich mich vorstellen darf, denn ich glaube nicht, dass wir bisher das Vergnügen hatten. Mein Name ist Slooper. Euren Namen habe ich ja während unserer kleinen Odyssee durch die Geheimgänge zur Genüge vernehmen dürfen. Lavinia, die Baroness, ein Gefangener namens Piak und der Anführer Thiori. Okay, gut, also heißt es, er wurde irgendwann, genau, er war bei Tidas, wurde dort gefangen genommen und dann hat der Dude hier seine Rolle angenommen. Dass ein Haufen Kinder wie ihr uns so lange durch die Finger huschen konntet, lässt mich wahrlich an den Fähigkeiten meiner Leute zweifeln. Wie in jedem RPG-Maker-Spiel. Aber das tut nichts zur Sache. Nach dem Fiasko auf der Lichtung könnte ich sicher vorstellen, wieso ich mir die Mühe mache, mich euch zu offenbaren. Wo ist Vikus? Was hast du mit ihm gemacht? Was glaubst du denn, Gör? Der Zausel ist längst den Weg alles Irdischen gegangen. Oh Gott, nein! Du Hund, er war ein alter Mann. Außerdem haben wir noch einen Nebenquest, den wir erfüllen müssen, um bei ihm abzugeben und wir bekommen keine Erfahrungspunkte und keine Belohnung mehr. Ja, und seine Hülle hat mir als Tarnung einen wirklich ganz vortrefflichen Dienst erwiesen. Oh cool, er kann seine Haut anziehen. Ich hoffe, er kann seine Haut anziehen. Es wäre ziemlich cool, wenn er das könnte. Außerdem hatte er für meinen Geschmack lange genug gelebt. Und das Leben für den höheren Zweck zu opfern, heldenhaft. Widerlicher Mörder. Das Leben für den höheren Zweck geopfert? Ich glaube, ich höre nicht richtig. Umgebracht hast du ihn. Ich hatte nicht erwartet, dass ihr Beggar das versteht. Doch das eine kann ich dir, Thiori, sagen. Du trägst die Schuld an seinem Tod. Und ebenso klebt das Blut des Botschafters an dir. Hast du das etwa auch? Natürlich. Ja, na klar. Als ob Tidas das irgendwie machen könnte. Ihr müsst wissen, ich habe mich auch einige Male als der werte Herr ausgegeben, der gerade versucht, die Tür einzutreten. Was? Versteht ihr? Er war es, der euch einsperrte. Aber er war es nicht, der den Botschafter meuchelte. Ach, Tidas, alles klar. Genauso wenig war er es übrigens auch, der dich auf deinem Zimmer besucht hat, Junge. Okay. Ach. Dann ist es wirklich ein Possenspiel. Okay. Er war der perfekte Sündenbock, das muss ich schon sagen. So mit seinem verpickelten Gesicht und seiner nervigen Art, ja, perfekt. Man hat ihm diese nervige Rolle wirklich gut abgenommen. Ich gebe zu, es war nicht ganz einfach, zugleich euch und ihn an der Nase herumzuführen. Aber die Frage ist, er war es nur, der ihn auf dem Zimmer besucht hat. Und dann war er es auch, der den Ritter mit dem weißen Schild abgeholt hat, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wann es er war und wann es wirklich Tidas war. Weil an einigen Stellen muss er es eigentlich gewesen sein, weil das wären ansonsten ziemlich viele krasse Zufälle, so ungefähr. Ich meine, vor allem, warum sollte er sich sozusagen in Tidas verwandeln und uns dann diese Informationen zukommen lassen, oder nein, Quatsch, nicht diese Informationen, uns dann diese Drohungen zukommen lassen. Dann gehen wir zum Ritter mit dem weißen Schild, erzählen ihm davon, ich meine, ja, dass er das Ganze einfach so abgeputzt hat, okay. Und danach kommt wirklich Tidas und wir mit ihm unter vier Augen reden. Das kann er dann gar nicht, der echte, vielleicht ist der echte Tidas auch schon lange tot. Hä? Aber er hat doch gerade gesagt, er versucht gerade die Tür anzutreten. Also das ist der echte Tidas, muss auf jeden Fall noch leben. Ist er. Okay, das ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen zu verwirrend für mich, aber egal. Das haben solche Possenspiele nun einmal für an sich. Ich gebe zu, es war nicht ganz einfach, zugleich euch und ihn an der Nase herumzuführen. Aber letzten Endes hat es doch wunderbar funktioniert. Besser als ich erwartet hatte sogar.
sobald ich mich um diesen alten Kauz gekümmert hatte, kurz vor dem Fest, war der Rest ein Kinderspiel. Und ein Spiel war es in der Tat. Der alte Kauz ist jetzt Vikus. Vor dem Fest. Das heißt also, Vikus, der den Hauptmann Tidas abgelenkt hat, das war bereits er? Das ist verwirrend. Egal, ich weiß gerade nicht so wirklich, was hier vor sich geht. Es war ein einziges köstliches Spiel im Schatten. Schade, Spiel der Schatten wäre cooler gewesen. Und ihr habt wirklich wunderbar mitgespielt. Ich will meine eigene Zeit nicht länger damit vergeuden, euch minutiös darzulegen, wer wann wie wo involviert war, weil das wird ja sowieso alles langsam unübersichtlich und kompliziert, selbst für mich. Ich weiß selbst dann nicht mehr so wirklich, wann ich wer wo wie wann und was wo und überhaupt und was. Wichtig ist nur, dass der Plan von Erfolg gekrönt war. Der Baron ist geschwächt, Mistrinaut am Boden. Durch den Tod des Botschafters wird sich Unahn bald der Frage gegenüberstehen, ob es gegen gleich zwei Staaten Krieg führen kann, was es logischerweise nicht kann, denn es war ja ein neutrales Land. War das Unahn? Ja, das war Mistrinaut. Ist egal. Was wiederum darin resultieren wird, dass das Land gelähmt und handlungsunfähig bleibt wie ein kopfloses Huhn. Ich mag diesen Vergleich. Ein Huhn, das nichts weiter tun kann, als auf den Biss der Natter zu warten. Aber das Huhn ist doch schon kopflos, also der Biss der Natter ist doch schon erfolgt, oder? Wie findet es denn sonst seinen Kopf? Und ihr seid hier und mit euch der Brief, den ich so ersehne und den euch damals im Kerker zum Glück keiner abgenommen hat. Soll heißen? Okay, ich synchronisiere ihn auf jeden Fall schon richtig. Soll heißen, dass ich mir jetzt ein wenig Spaß gönnen werde. Denn der Schrank natürlich schon Spaß. Oh, ein Bosskampf. Du wirst angegriffen. Zeigt mir, was ihr könnt, Welpen. Ach, naja, ich meine, sind auf jeden Fall stark. Ich denke mal, da kann man jetzt nicht viel sagen. Feuchter Angriff, langsam einen Feind. Wir machen ja einfach mal. Ist alle versiegelt. Die Spezialfähigkeiten des Feindes wird wahrscheinlich gegen Bosse nicht wirken, aber wir können es ja mal probieren. Daneben, wer hätte es gedacht? Autsch, der saß. Ach, Piak, kannst du dich selbst heilen? Ist das überhaupt notwendig? Sollen wir diesen Kampf hier möglicherweise verlieren? Scharfer Dolch, verletzt den Gegner, versuchen wir das einfach mal. Null! Wir haben null Schadenspunkte gemacht. Dann nehme ich einfach an, dass wir diesen Kampf hier verlieren müssen. Mit dem machen wir auf jeden Fall Schaden. Ist Piak einfach nur zu schwach? Daneben. Mal gucken, vielleicht können wir den Kampf sogar gewinnen. 30. Das ist mir nicht besonders viel. Heiliger Schein 2. Reinigt gegen einen Gegner. Rascher Schnitt. Peinigt den Gegner. Probieren wir das mal aus. 215. Das ist doch ordentlich. Dann wird sie einfach mal ein bisschen heilen. Und natürlich auch angreifen. Ich glaube jetzt irgendwie doch gerade, dass wir den Kampf hier gewinnen sollen, auch wenn Piak mir irgendwie nicht den Eindruck macht, als sollten wir den Kampf hier gewinnen. Das langweilt mich. Gebt euch gefälligst etwas mehr Mühe. Ja, wovon zum Teufel redest du? Wir machen dich ehrlich gesagt gerade fertig. Hast du 9.990 Trefferpunkte? Das war jetzt irgendwie dämlich. Egal. Dann würde ich am liebsten schon fast in den Maker gehen und das ändern. 15 MP, das ist in Ordnung. Irgendwie ist Lavinia gefühlt zweimal dran und Thury einmal, oder? Ja, auf jeden Fall. Hat Lavinia wirklich so eine hohe Agilität? Ja, Lavinia ist gefühlt eher dreimal dran. Oder nein, Lavinia ist... keine Ahnung, wie oft Lavinia dran ist. Ah, ich sehe. So langsam kommt ihr in Fahrt. Aber strengt euch lieber noch etwas an. Schwer zu sagen, wie lange der Baron noch durchhält. Du Tier! Und auch sie kann einfach nichts entgegenbringen. Argumentativ. Das ist es, Mädchen. Gib mir deinen ganzen Hass. Also wenn das der ganze Hass ist. Lass ihm freien Lauf. Erkenne die Herrlichkeit eines guten Gemetzels. Ist sie jetzt im Berserker-Modus? Ich kann es nur hoffen. Das wäre ziemlich cool. Ich meine, sie hat gerade eben auf jeden Fall 62 Schadenspunkte gemacht. Na gut, das war wohl nur eine glückliche Anomalie. Ihr könnt ja mal was zu dem Kampf in die Kommentare schreiben. Ich habe das Ganze ja sowieso irgendwie alles ein bisschen anders, weil ich bin ja OP und so. Ich meine, besiegen können werden wir wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich ist der Kampf darauf ausgelegt, dass wir uns einfach heilen und... Nun, es war leidlich amüsant, aber ich denke, ich habe genug gesehen. Es ist an der Zeit, Lebewohl zu sagen. Manöver 7. 99.999. Ja, okay. Der Kampf ging irgendwie unentschieden aus. Und plötzlich sind wir alle kaputt, obwohl wir gar keinen Schaden bekommen haben. Ja, der kleine, aber feine Unterschied zwischen Meister und Lehrling. Es betrübt mich beinahe, dass der schändliche Dieb und Spion Kinder wie euch ausgesucht hat, um den Brief unseren Feinden auszuhändigen. Ich hatte mich doch so auf eine Herausforderung gefreut. Andererseits kann ich nicht zulassen, dass ihr mir dazwischen funkt. Also mal sehen, wo der Junge ihn versteckt hat. Ende weg von den Kindern, evelanischer Strolch! Was? Wie? Bist du überhaupt der echte Tidas? Geh mir aus dem Weg, na. Ich warne euch nur einmal. Komm nur heran. An den Jungen gelangst du nur über meine Leiche. Ach, ist das so? Nun, das lässt sich einrichten. Es ist alles eine Frage des... Deus Ex Bomben? Weniger reden, mehr handeln, war schon immer meine Devise. Gut, dass du durch den Kampf gegen die Kinder geschwächt warst. Da läuft er. Ich schätze, der hat erst einmal genug. Okay, der wurde scheinbar nur... keine Ahnung, eine Explosion? Das Überleben ist schon ziemlich hart, aber na gut, als Level 99 Charakter schafft man eben so einiges. Und jetzt rasch dem Baron in den Kindern geholfen. Männer, Verbandszeug und ein Brechmittel für den Baron, rasch! Tja, der echte Hauptmann Tidas ist auf jeden Fall eine ganz andere Persönlichkeit. Am nächsten Morgen. Und warum hat der echte Tidas ihn jetzt, also war der Baron jetzt wirklich krank? War das jetzt alles... keine Ahnung. Dann war das also des Rätsels Lösung. Ein roter Reiter hatte das Schloss infiltriert. Ich kann nicht glauben, dass das passieren konnte. Ich bin euch zu allergrößtem Dank verpflichtet, meine Lieben. Ohne euch wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Es tut mir so leid, Vater. Hätten wir doch nur gewusst, dass Vikus in Wirklichkeit dieser Mann war. Niemals hätten wir... Beruhige dich, Lavinia. Es gibt nichts zu verzeihen. Ihr habt nach bestem Gewissen gehandelt. Ebenso wie mein treuer Tidas. Hauptmann, möchte dir etwas sagen? Das möchte ich wohl. Ich will mich bei den jungen Leuten entschuldigen. Außerdem möchte ich hiermit bestätigen, dass ich zu 100% der echte Tidas bin. Wer vorher der echte Tidas war, tja, das ist ein Rätsel, das niemals gelöst wird. Dafür, dass ich euch des Mordes verdächtigt habe. Ich war blind. Also, er war... Warum blind? Egal, ich lasse es hier den Text laufen und ich hoffe einfach, dass meine ganzen Fragen beantwortet werden. Ja, ihr müsst wissen, dass das, was der Rote Reiter hier angerichtet hat, weit über den Mord an Vikos und Elpinem hinausgeht. Ich hatte schon die ganze Zeit eine Ahnung, dass etwas nicht stimmt. Mit Vikos meine ich. Leider habe ich viel zu spät gehandelt. Schon die ganze Zeit eine Ahnung. Also heißt das, wir haben von Anfang an Fake Vikos getroffen? Also ist es Fake Vikos, hat es eine Quest gegeben? Ich habe zu lange abgewartet und bin infolgedessen, ohne es zu merken oder zu wollen, selbst ein Opfer des elenden Kerns geworden. Darauf verstehen sie sich gut in Evelan. Lug, Betrug, Täuschung. Dennoch, das kann sicher keine Entschuldigung für mein Versagen sein. Lug, Betrug, Täuschung, auf jeden Fall. Absolute Verwirrung hier bei mir. Aber ihr habt nicht versagt. Ihr habt uns in den Baron gerettet. Und Edwinem und wir haben euch die ganze Zeit verdächtigt. Naja, ich meine, er hat ja auch den Baron irgendwie unter Verschluss gehalten. Trotzdem, verstanden habe ich es bisher immer noch nicht so recht. Wer war denn jetzt wer und wann? Gut, dass das noch geklärt wird. Das ist eine gute und berechtigte Frage. So wie ich es verstanden habe, muss es ein ausgeklügelter Plan gewesen sein. Nicht einmal ich weiß noch, wer wann wo wer war. Bin ich jetzt überhaupt der echte Tidas? Zuerst brachte der Rote Reiter den armen alten Vikus um. Vermutlich außerhalb des Schlosses, vielleicht beim Sammeln von Kräutern. Dann kehrte er ins Schloss zurück. Noch bevor ihr eintrefft, spielte er mich und Elpinem gegeneinander aus. Ah, alles klar. Irgendwann muss er dann euch, Baron Rafox, vergiftet haben. Um kein Aufsehen zu erregen, wollte er es auf zwei Male aufteilen. Das heißt, er hat den Baron vergiftet, aber scheinbar nur so halb, um ihn dann später nochmal zu vergiften. War das im Buch auch so? Doch, ich spürte etwas.
eine Unruhe in meiner Magengegend. Irgendetwas stimmte nicht. Dann kamt ihr, Thiuri und Lavinia, und fandet mich. Da hattet ihr gerade die Tür zum Audienzsaal versperren lassen. Genau. Ich gebe zu, ich war etwas sehr unwirsch im Umgang mit euch. Doch das war meiner inneren Anspannung anzukreiden. Vielleicht hätte ich euch gleich in meine Vermutungen einweihen sollen. Aber hättet ihr mir geglaubt? Wahrscheinlich nicht. Stattdessen versperrst du einfach die Tür zum Baron und lässt es sogar irgendwie nach außen hin. Ich weiß nicht, es sieht halt einfach nach außen hin komisch aus. Ich will das jetzt irgendwie noch geklärt wissen. Ich konnte meinen Verdacht ja noch nicht einmal bestätigen. Was geschehen ist geschehen, Hauptmann. Spricht weiter. Nun, das war der Punkt, an dem der Eindringling die Situation zu seinem Vorteil nutzte. Er umgarnte euch, machte euch glauben, ich sei schuld. In Gestalt des Medikus erschlich er sich euer Vertrauen. Und dann stellte sich auch noch Edwin auf eure Seite. Auf dem Fest schließlich gelang ihm ein Paradestück. Er gab sich gleichzeitig als Vikus und mich aus. Aber wie das? Das kann ich nur schwer sagen. Vielleicht beherrschte er einen dunklen Doppelgängerzauber, der eine Kopie von mir heraufbeschwor. Ach, come on, man. Eigentlich, warte, wirklich, ich bin immer noch der Meinung, dass der erste Tidus, den wir gesehen haben, der uns nicht zum Baron durchlassen wollte, dass das ein Fake-Tidus gewesen sein muss, ja. Dieser Fake-Tidus hat uns gesagt, nein, der Baron wurde vergiftet, hat den Baron aber noch nicht vergiftet. Der Baron liegt einfach nur in seinem Zimmer und schläft oder keine Ahnung, irgendetwas. Aber das, ich verstehe es bisher immer noch nicht und ich glaube einfach gerade nicht, dass es gelöst wird. Diese Kopie lockte Edwin in sein Gemach und brachte ihn dort um. Es muss ein wirklich starker Zauber gewesen sein. Eine wirklich gute Ausrede. Und ich meine, die Sache ist einfach, wir sind jetzt bereits weiter im Text. Deswegen glaube ich jetzt einfach nicht, dass das nochmal aufgegriffen wird. Eine körperlose Wesenheit, die dennoch die Kraft besaß, den Botschafter zu überwältigen. Also besser gesagt, Tidus selbst hat ja eigentlich bestätigt, dass er uns in der Halle abgefangen hat. Aber woher wissen jetzt, ob das hier der echte Tidus ist? Theoretisch könnte jetzt wirklich jeder von denen hier ein roter Reiter sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich, der ich mich zu dem Zeitpunkt draußen auf Patrouille befunden hatte, stellte euch bitte gleich Edwinems. Das wart also ihr, der echte Tidus. In der Tat. Und ich war geschockt bis über alle Maßen. Alles drehte sich um mich herum. Ich konnte es nicht glauben. Ihr, Mörder? Aber da standet ihr und ich hätte keinen anderen Anhaltspunkt, an dem ich mich festhalten konnte. Doch als ihr, Baroness, schon auf mich losgehen wolltet, schreiend, weinend, erschoss mir eine Idee durch den Kopf. Ich nahm an, wenn ich jetzt genauso reagieren würde, wie der noch unbekannte Drahtzieher es wollte. Ernsthaft? Dann würde er möglicherweise unvorsichtig werden. Also war ich absichtlich besonders hart zu euch. Jetzt tut mir das leid. Das ist ja wirklich der härteste Plot-Twist, den ich jemals in einem Rollenspiel gesehen habe. Aha, deshalb habt ihr uns verhöhnt, als wir hinter Gittern waren. Ja, das war wirklich der einzige Grund. Nicht, weil ich eure Hackfressen hasse. Genau, und ich hatte recht. Vikus, oder besser gesagt der Rote Reiter, sucht euch in der Zelle auf. Zu dem Zeitpunkt dämmerte es mir. Ich hätte ihn dort sogleich in Ketten legen lassen können, doch ich wollte sicher gehen. Leider floht er kurz darauf, mir wurde ganz anders. Irgendwie wirkt mir das einfach alles sowas von ganz komisch konstruiert und auch die Auflösung befriedigt mich gerade irgendwie nicht so wirklich. Hätte Vikus nicht einfach auch zu den Roten Reitern gehören können und fertig? Ich meine, er hätte ja einfach schon die ganze Zeit über, schon die ganzen Jahrzehnte über einfach nur ein Infiltrator sein können. Mir war klar, wenn er jetzt zum Baron gelangt hat, wäre es zu spät. Der Plan des Finsterlings würde aufgehen. Und das tat er ja fast. Ich kam gerade noch rechtzeitig, um den Kerl aufzuhalten. Wie seid ihr überhaupt bis in die Gemächer gelangt? Die Tür war bewacht, wir haben euch im ganzen Schloss gesucht. Die Geheimgänge, die wir benutzt haben, führten uns auf einen alten Pfad unter dem Schloss, der hier in der Halle mündete. Ja, ein geheimer Fluchtweg, der von uns in umgekehrter Richtung erlaufen wurde. Ich verstehe. Von diesem Fluchtweg wollte ich dir erst in einigen Jahren erzählen, Lavinia. Wenn du dann endlich verheiratet bist oder ich bereits tot bin. Ich hätte ja versucht, über ihn zu entkommen, aber das Gift fesselte mich ans Bett. Und dann wurde ich noch einmal vergiftet. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr seht also, es war ein durch und durch perfider, ausgeklügelter Plan. Keiner von uns hätte ihn auf Anhieb durchschauen können. Nicht einmal ich selbst. Den Fehler, den ich wohl gemacht habe, ist, dass ich euch nicht früher eingeweiht habe. Das wäre uns allen fast zum Verhängnis geworden. Und wir hätten misstrauisch werden müssen, als Vikus uns so gezielt auf euch angestachelt hat. Oh, der arme alte Mann.
Nein, es ist nach wie vor alles logisch, weil ich meine, der Vater von Lavinia wurde von diesem Typen hier unter Verschluss gehalten. Warum sollte Lavinia dann irgendwie, ich meine, das klingt doch einfach alles schon nach einem Komplott. Ich verstehe es einfach immer noch nicht. Ich verstehe es einfach immer noch nicht. Ist es einfach nur so ein Wirrwarr? Er wird betrauert werden, meine liebe Tochter. Wir werden ihm ein angemessenes Denkmal setzen. Doch jetzt, wo geklärt wäre, wie man uns alle hat täuschen können, du Junge, wieso bist du auch mit meiner Tochter hierher gereist? Die Frage, die sie alle am allermeisten nicht schlafen lässt. Puh, das ist eine lange Geschichte. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. In Form einer Überblende. Thurion und Lavinia erzählen Baron Rafax von ihrer bisherigen Reise. Natürlich lassen sie nicht das eigentliche Ziel von Thuris Reise aus. Und dann müssen wir nach, wie ist dieser Berg bei Herr der Ringe noch gleich? Mount Doom! Schicksalsberg. Schicksalsberg von Mystic Quest Legend. Egal, wir müssen dahin und den Brief zerstören. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Erstaunlich. Nun, es ist in der Tat eine wirklich beeindruckende Odyssee, die ihr zwei da bisher hinter euch gebracht habt. Und dabei sind das gerade mal die ersten 10% vom eigentlichen Spiel. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr, Herr Thury, ohne Nachnamen, auf eurer weiten Reise nach Unnauen die Kraft aufbringen könnt, euren Auftrag rauszuführen. Der Brief, von dem ihr gesprochen habt, mir ist klar, dass, was immer darin geschrieben steht, für die Sicherheit von Tausenden steht. Umso wichtiger ist es, dass ihr nicht aufgebt und euer Bestes für die Mission einsetzt. Meine Gebete werden euch begleiten. Anderweitige Hilfe kann ich euch jedoch nicht bieten. Das ist kein Problem, Baron. Hab Dank für die freundlichen Worte und die Aufmunterung. Gerne. Ich nehme an, ihr wollt noch heute aufbrechen, junger Herr? Der Kampf gegen den Roten Reiter hat mich sehr geschwächt. Doch er hat auch etwas Gutes bewirkt. Dadurch, dass ich in Saiyajin bin, erhöht sich jetzt nach jedem Kampf und jedes Mal, wenn ich dem Tode nahe bin, mein Power-Level. Juhu, Thury bekommt ein Level up. Und das wäre? Die Übermittlung des Briefes ist mir jetzt zu einer Herzensangelegenheit geworden. Ich schwöre euch hiermit, dass ich nicht aufgeben werde. Jetzt erst. War das nicht irgendwie davor schon irgendwie ein... Egal. Bisher hatte ich gedacht, dass meine Rolle mit der Ankunft hier auf dem Schloss gespielt wäre. Doch offensichtlich ist es nicht so. Ach so, okay, gut. Thury hat einfach gedacht, er macht das irgendwie innerhalb von 1-2 Tagen, dann ist alles gut und er wird als großer Held gefeiert. Ich werde den Brief an sein Ziel bringen und alles dafür geben, dass meine Reise ein gutes Ende findet. Und ich werde dir dabei helfen. Lavinia, was sagst du? Du willst ihn weiterhin begleiten? Ganz recht, Vater. Auch ich bin jetzt von der Wichtigkeit dieses Briefes überzeugt. Ursprünglich wollte ich mich auf dem Schloss von Thury verabschieden. Doch das kommt nun nicht mehr in Frage. Ich habe mich nämlich in ihn verliebt. Bis Unnauen ist es noch weit. Das wird Thury alleine nicht schaffen. Jeder von uns weiß das. Er wird meine Hilfe brauchen, weil Piak, der ist jetzt nämlich plötzlich auch komplett außen vor gelassen. Und ganz abgesehen davon habe ich Rache geschworen. Ich werde mich an dem Roten Reiter rächen für seine Schandtaten. Für Vikus, für Edwinem und nicht zuletzt für dich, Vater. Ah. Nun, du bist eine erwachsene junge Frau. Ich kann es dir nicht verbieten, auch wenn es trotzdem noch ein paar Jahre gedauert hätte, bis ich dir den Fluchttunnel gezeigt hätte. Doch versprecht mir beide, dass ihr aufeinander Acht gebt. Ich habe das Gefühl, dass der Ärger um diesen Brief noch nicht einmal angefangen hat. Hey, ich bin auch noch da. Ich könnte es auch ebenfalls auf die eine oder andere Art dienlich sein. Ich kann nämlich Schlösser knacken. Das kann ich auch. Okay. Thury scheint schwer in Ordnung zu sein. Er hat es nicht verdient, das alleine durchmachen zu müssen. Und außerdem denke ich eh nicht für eure Tochter. Diesen roten Reiter muss gezeigt werden, wo der Hase hoppelt. Außerdem muss ich doch ein Cockblock sein. Stellt euch doch mal vor, die beiden sind allein unterwegs. Kommt einfach aus ihren ekligen Loch, dann wird's eh wieder angekrochen und mache Ärger. Leute töten wegen einem Brief, das ergibt doch alles keinen Sinn. Wenn mein Stiefvater mit Roben in den Bergen eines beigebracht hat, dann dass man sowas nicht tut, also nicht wegen einem Brief. Dieser Stupor oder wie er hieß. Ich habe das ungute Gefühl, dass er nicht locker lassen wird. Da lag etwas Irres in seinem Blick. Fürs Erste mögen wir ihn los sein. Nicht zuletzt dank der Geistesgegenwart des Hauptmanns und eines gut platzierten Fensters. Aber er wird für seinen dreimal verfluchten Herrn alles tun, um den Brief zurück nach Evelyn zu schaffen. Ich kenne meine Minions doch. Und das müssen wir verhindern. Ich bin dabei, Leute. Tetrio, ho! Dann soll es so sein. Drei junge Leute,
Feind gegen das Böse. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute für eure Queste. Eure Reise wird euch in die weite, unbekannte Lande führen. Es wird nicht einfach werden, aber wenn ihr euch selbst treu bleibt und zusammenhaltet, dann könnt ihr es schaffen. Da bin ich mir sicher. Viel Glück. Maximal episch. Neuer Auftrag, überquere die Schimmerberge. Aber erst im nächsten Kapitel von Der Brief für den König. Ich würde mich wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen und bin natürlich super gespannt, was dieses Spiel weiterhin zu bieten hat. Bis zum nächsten Mal.